Big Data im Gesundheitswesen beginnt jetzt. Schau, dann sehe ich sie als ein Bündel hochkomplexer Daten. Uns ist oft nicht bewusst, wie viele dieser Daten wir zur Verfügung stellen und schon gar nicht ist uns bewusst, was mit diesen Daten passiert. Es war in Stanford am Campus, sich zwei Studenten über irgendwas angeregt unterhalten, dann gründen sie wahrscheinlich gerade eine Firma. Bei uns vermute ich, sie planen das nächste Festl. Virtuellen Welt leben und arbeiten. Mehr als ein Viertel aller Jobs durch smarte Maschinen, durch Smart Machines übernommen werden. Dann werden wir an Innovationsfähigkeit verlieren. Eine Menge von Arbeitsplätzen wegfallen. Datengetriebene Geschäftsmodelle sich derzeit schneller entwickeln als die demokratisch legitimierten Rahmenbedingungen. Und das schlechte zivile Hygiene. Dominante Ressourcenkrise zukommen. Eine analoge Bildung einfach nicht mehr zeitgemäß. Wird sich totlaufen in den nächsten Jahren. Sich der Markt der Schulbücher und die Geschäftsmodelle darum in 5 Jahren sehr deutlich geändert haben. In einem Jahrzehnt sind die großen Verlage wie Elsevier oder Springer komplett ausgestorben. Potenzial unnötig verschleudert. So there's no question today that people are listening. Whether it's the US NSA, Sweden's FRA. Dass diese Offenheit in einer brutalen Weise abgebrochen wird. Der Weg zurück ist unmöglich. Wenn irgendein verrückter Diktator in Asien beschließt, den Westen auszurotten, geht das ganz einfach.